Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen das Labor erkundet. So wie bei Leon halt, paar Sachen geholt. Und jetzt haben wir ja die ID-Karte bald. Ich habe jetzt extra hier gestartet, um euch den Weg ein bisschen zu ersparen. Oh. Mann. Claire, schieß doch mal anständig. Fick dich, Mistgeburt. Scheiß Misti, kommen die auch die Türen rein? Shit. Ich hab natürlich keine. Keine Flammengranaten mehr. Och, Scheiße. Ich weiß jetzt nicht mehr, was hier kommt. Oh, da liegt auch noch einer. Verdammter Mist, die sind überall. Ja, schau ab. Oh, da ist ja auch einer. Wo kommt der denn auf einmal her? Gut, jetzt wissen wir, was hier kommt, nämlich kein Tywend. So, das kann ich jetzt schon mal kombinieren. Gut, hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich offscreen gemacht, dass da kein Tywend oder sowas kommt, aber ich wusste das ehrlich gesagt wirklich gar nicht mehr. So, das kennen wir ja. Und ich glaube, jetzt kommt sogar die Stelle, wo wir kurz vorm Bossfight sind. Aber jetzt bin ich mir gerade am Überlegen. Also, wir sind zu Westbereich. Aber wozu ist das denn noch gut? War da noch eine? Ja, doch, ich glaube, noch eine Stelle war da, wo wir das Teil brauchen. So. Ja, das finden wir auch. So, weiter geht's. Wir wollen ja auch schließlich mal fertig werden. So, hier ist die Videokassette, die hebe ich auf. Was hat er da noch? Eine Handgranate, okay, nehme ich mal gerne mit. Liegt hier noch was? Ja, anscheinend schon. Ach, genau, jetzt brauchen wir das Teil wieder. Ich hätte jetzt AWS oder sowas. Nein. So. Oh, ist das nervig, das Geräusch. So, das Video gucken wir uns direkt an. Können wir wegschmeißen. So, ja gut, egal. Schmeißen wir beides weg nachher. Kennen wir schon das Video, aber ist egal. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk! Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten.
Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Und dazu sagt Claire nichts. Egal, da können wir jetzt beides wegwerfen. Haben wir jetzt das Video natürlich wieder nochmal gesehen. So, die Handgranate verstaue ich erstmal. So, hier ist noch was. Brusteingang, kennen wir ja alles schon. War hier nicht doch irgendwie Stuff oder irgendwas? Ich übersehe ja gerne irgendwelche Sachen. Hier war doch auch eigentlich noch irgendwas, oder nicht? Ja doch, da ist die Pflanze. Schön blaues Kraut, was eigentlich auch total unnötig ist. So, liegt hier noch ein Dokument? Nee. Hier noch was? Ja, Schisspulver. Das war es auch hier. So, und die Stelle kennen wir ja alle. Wieder Bossfight. Und ich glaube, das hier wird eventuell die letzte Folge sein. Aber sicher bin ich mir nicht. So. Das ist die Schreibmaschine. Dann Kraut. Dann Schisspulver. Dann PC. Kennen wir ja alles. Haben wir noch etwas hier? Nee. Ja, wir haben nichts. Verdammt! Oh, sieh mal an. Okay. Oh ja. Hab dich. Und da haben wir jetzt... Gott sei Dank. Das Antivirus. Ja, das Antivirus. Zurück zu Sherry. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der hat es schon gesagt, ich brauch's nicht sagen. So, haben wir noch irgendwas? Ich weiß nicht... Also ich will den Bosskampf schon so schnell wie möglich beenden. Das hier kombiniere ich einfach mal so. Das brauche ich eh nicht. Tschüss, tschüss. Ich nehme alles mit, was ich an Waffen tragen kann. So, das Messer brauche ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich nehme alles mit, was ich an Waffen tragen kann. Vor allem die Granaten. Die werden mir auf jeden Fall sehr helfen. Die Säurengranaten auch. Warte mal, was ist denn? Ah, hier. So, das nehme ich mit. So, jede Menge Heilung. Das auf jeden Fall. Oh, das hätte ich mit dem Roten mixen können, egal. So, jede Menge Heilung. Ja, Holzbretter helfen uns auf jeden Fall nicht. Ich habe noch MP-Munition. Könnte ich eigentlich auch ein bisschen verbraten, wenn ich ehrlich bin. So, die Hochleistungsmunition. So. Und das war's eigentlich schon. Ja, sicherheitshalber speichere ich hier nochmal. So, also auf jeden Fall weniger gespeichert als mit Leon. So, erstmal das Durchladen. So.
wieder! William! Das endet jetzt! Was ist dieses Ding? Das war mal mein Mann. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht, wieso. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie! So, wo ist die Waffe, bei der die wird ausrüsten? Schauen wir mal besser ab. Aua. Da ist er ja richtig wie... Alter. Mann, wo schießt du denn hin?
time ich halt besser. Toll, was war denn das? Wir haben es geschafft. Und warum bin ich auf Warnung? So, jetzt bin ich nicht mehr auf Warnung. Ziel wurde eliminiert. Quarantäne aufgehoben. Ja. Aber wir wissen alle, dass es noch nicht vorbei ist. Da kommt er wieder. Aber erstmal suche ich den ganzen Loot. Ach, da hinten. Erstmal alles hier mitnehmen. Gut, also mit Claire. Ja, was soll denn das? Ach, jetzt bin ich schon wieder auf der falschen Seite. Also mit Claire war es deutlich einfacher, aber ich habe mich direkt mit allem bewaffnet, was ich hatte, bekommen habe. Was man hier... Ja gut. Jetzt schon fast nicht, was ich sagen wollte, scheiße. Ich habe mich mit allem bewaffnet, was ich habe. So, da ist doch eine Handgranate. Ich muss sagen, die Handgranaten sind gegen das Vieh hier echt gut. Und das ist das erste Mal, wo ich nicht gestorben bin mit Claire. Im Gegensatz mit Leon, da bin ich ja verreckt. So. Das müsste jetzt die letzte Sache sein, die hier rumliegt, glaube ich. Ja, perfekt. Dann können wir ja erstmal abhauen. Ja. Muss zurück zu Sherry. Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Aber erstmal hier auf der Map gucken, ob wir wirklich alles haben. Ja, sieht gut aus. Es ist B2. Ja, wir haben alles. Nee, falsche Richtung, da müssen wir hin. Ich weiß. Man zählt die Sicherheitsfreigabe 4 oder 5. Nee, 4 war das. Oh mein Gott, ey. So, auf jeden Fall, nochmal speichern. Auf jeden Fall, so. Nein! Warum bin ich jetzt wieder bei der Schreibmaschine? So. Hier lassen. Nee, warte mal. Schon mal zwei mit. Die verstaue ich. Die Blendgranate brauche ich auch nicht. Die Granaten nehme ich mit. Oh, genug Munition habe ich ja. Selbst Granatwerfer. Bringt mir auch nichts mehr. Ich nehme das Schockgewehr trotzdem mit. Ich werde das mal kombinieren. So. Gut, warum ich die Munition bekommen habe, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ist ja egal, so. Zwei Plätze lasse ich frei. Genau. Das hier werde ich auf die 1 legen gerade. So. Das ist auf der 2, das andere auf der 3. Gut. Schaffst es. Meine Mom braucht Hilfe. Annette? Sherry. Wie geht's dir?
okay. Aber du siehst nicht so gut aus. Mami? Hey, ich muss den Bildschirm sehen. Gott sei Dank. Also wird Sherry gut gehen? Sie wird eine Weile geschwächt sein. Ja. Sie ist frei vom G-Virus. Hörst du das? Was ist dir passiert? Sie wurde angegriffen von... Sorg dich nicht um mich. Bring meine Tochter in Sicherheit. Tut mir leid, Sherry. Das alles. Wichtig ist jetzt nur, dass du lebst. Wir können sie nicht hier lassen. Du hast recht, das nicht. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Level-4-Virus erkannt. Was bedeutet das? Ist der Selbstzerstörungscode? Falls das G-Virus das Gebäude verlässt. Ja. Bitte. Halte meine Tochter. Nein! Sherry. Sherry, wir müssen deiner Mama nicht wohl sagen. Komm, bitte sag ihr. Bitte, Sherry. Hör zu. Sie hat dich geliebt. Wir müssen wirklich gehen. Komm schon. Der Jacke. Ich hab Glück, dass du da bist. Hör zu, wir können später drüber reden. Wir müssen schnell machen. Komm schon. Oh Mann. So, das kombinieren wir ja direkt so. Sherry? Kannst du schneller laufen? Ja. Ich will dich nicht hetzen, aber wir müssen los. Aber was ich total unlogisch finde, Leon hat ja Annette auch getroffen. Eigentlich hätte er sie nie getroffen. Beziehungsweise umgekehrt genauso. Und das zweite ist, das G-Virus hat ja bereits das Labor verlassen. Eigentlich hätte ja schon längst alles zerstört werden müssen. Oder zerstört sein. Ja, eigentlich sein müssen. Naja. Egal, machen wir weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Lass uns schnell hier abhauen. Sherry. Aber spar dir den Dank, bis ich dich hier rausbekommen habe. Man merkt schon, bei Claire geht's da auch ziemlich ab, aber es ist mitfühlend da. Okay, normalerweise hätte man hier eine Nachricht oder so. Das ist alles? Nee, hier ist doch noch ein Messer.
So, jetzt hat es alles. So. Halt euch dem alles. Ah ne, im Moment. Gut, das Messer brauche ich nicht. Gut, den Rest zerballere ich eh. So, ich hätte hier nochmal speichern. Und hier schon mal einen Cut setzen. Weil ich dachte, ich. Wir könnten noch ein bisschen länger, aber ich habe ja vergessen, dass noch der eine Weg kommt. Da kommt noch ein weiterer Bosszeit und das nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich denke mal, dass die nächste Folge das Finale sein wird. So, vielen Dank nochmal fürs Zusehen, wie gesagt, und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao!